Ist der Crucible eigentlich noch da oder hast du den ganz abgebaut? Den habe ich hier hinten, aber wie gesagt, der ist in Benutzung. Was für ein Crucible eigentlich? Magma Crucible. Ach so, das ist. Das ist ein Crucible. Nee. Oh Mann, ich will Dreck. Aber scheinbar klappt das nicht. Hinten gibt's bestimmt Dreck. Verzweifelt nach Dreck sucht. Nein, auch kein Dreck. Egal, dann wird das jetzt meine Bienenplattform. Ja, gut. Ist ja schon vorgebaut und so. Jo. Ja, ich brauche wirklich eine gescheite Pick. Hast du eigentlich noch ein Thermometer oder? Ich? Nee. Ja, das heißt, ich habe nur das eine. Das heißt, ich muss noch eins machen. Ich will wirklich Glas dabei haben, immer. Ja. Juhu, irgendwie leckt es, glaube ich, gerade extrem. Tschüss. Tschüss. Was sagt denn die Konsole? Disconnect generic reason. Ja, Socket Timeout. Connection Ich is set up here, socket write error. habe euch auch kurz im Teamspeak nicht gehört, war bestimmt auf meiner Seite. Okay. Das heißt, ich muss den Fluttransporter auch noch mal entführen. Ja. So viele Endermen. Die stehen einfach alle hier unten. Ich habe 5 Endermen am Stück geschlachtet. Weil die alle hier unten standen einfach und blöd rumgemeckert haben. Okay. Bin mal kurz Klo. Ja. Sei du kurz Klo. Ja. Dutch German. Wie sieht's eigentlich mit Netherquarz aus? Haben wir nicht wirklich viel. Okay. Wieder. Hey, man kann Dreck einschmelzen. ja. Okay. Molten Dirt. Das hat Sinn. Alles tatsächlich. Für Zeug. 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 Okay. Wie zum Beispiel. Naja, wenn du mal eben schnell Dreck brauchst und flüssigen Dreck in der Flasche hast.
Dann kannst du rumdrecken, oder wie? Ja. Okay. So, ich glaube, so langsam können wir mal Schluss machen, weil ich jetzt den Reaktor auffüllen werde. Das ist A, sehr ressourcen- und B, sehr zeitaufwendig. Jo. Beziehungsweise im Abschluss können wir nochmal alle die nächste Orb machen. Machen also was? Hier, das nächste Blutmagie-Teil. Nochmal alle schön schröpfen. Natürlich. Ich meine, ich habe jetzt 16 Leben, die ich da sofort reindrücken kann. Mhm. Weil ich mir keinen Regenerationstrank reindrücken werde, weil ich jetzt so voll zu bin. Ja, ich sollte mir vielleicht... Ist aber interessant, wie so, dass die Bound Blade und sowas, die ganzen Sachen so ein bisschen aussehen wie die Red Matter Tools. Equal Exchange, ja. Also kann ich einfach reinfüllen nochmal mein Blut? Kannst du schon mal, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Boy, did I lose health. Just a bit. Ja. Aber weil wir das noch nicht machen können, weil ich erst ein Tier 4 Alter brauche. Oh, du mich auch. Ich will mein Blut zurück. Ich meine, reinfüllen kann man es ja schon mal, das schadet ja nicht. Geht ja nicht verloren. Außer ich stehe daneben. Bitte? Außer ich stehe daneben. Also ein Vampirsauger bist du oder wie? Mhm. Sicher. Entschuldigung, kann ich theoretisch auch dich heilen damit? Was, womit, wie? Ich habe gerade gedacht, wenn ich jetzt auch auf dich richte und dann mir selbst Schaden zufüge, dass ich damit fertig heile. Nee. Die Idee war gut. Naja, doch. Eine schön dreckige Bluttransfusion, dass du irgendwie am Ende an einer allergischen Reaktion verreckst an meinem Blut. Hm? Das sind doch nette Aussichten. Kommen da jetzt noch Runen und Bloodstone hinzu. I'm not dying, I'm pretty alive. Warum rede ich jetzt halt Englisch, aber egal, weil das ganze Spiel auf Englisch ist. Ah! Okay. Also, Schluss? Jeden Oder Fall. Noch weiter? Ciao. Okay. Tschüss. Und warum gibst du uns dann die Wahl? Ja, weiß ich nicht, habe ich ja nicht. Es geht ja schon los. Ach echt? Ging schon los vor 20 Sekunden, ja. Hi! Okay. Hi. Hi! Hallo! Und endlich wieder zu viert. Ja! Und wo dieses... ist Futter? Und wir haben neue Quests, also ich habe neue Quests einzureichen, weil ein gewisser jemand mir verboten hat, die vorher schon anzunehmen. Genau. Und Step Up ist irritierend. Zur Sachlage. Der Reaktor ist gefüllt, der läuft wunderbar. Der nächste Reaktor ist gebaut. Natürlich, dass ich das Onscreen mache, aber ich meine, nochmal ganzen Kram bauen mit Blei und Stahl und Graphit, Glas. So, nochmal 3 Herzen. Ist recht langweilig, ne? Ja. So, jetzt habe ich eine Greater Reward Bag, eine Legendary Reward Bag und eine Epic Reward Bag. Nein, wir reden überhaupt nicht aneinander vorbei. Nein, was du erzählst, ist mir nur eigentlich ziemlich egal, deswegen erzähle ich selber was. Ach so. Nur Spaß dafür später auf, für diese komischen, epischen, ekligen Lücken. Also eine Kartoffel ist hier drin für den Notfall. Eine, super. Ich habe gerade alle Kartoffeln geerntet, ich würde nur gerne wissen, wo man die braten kann. Im Ofen. Ja, hier. Wo ist der Ofen? Der Redstone Furnace ist hier hinten in der Ecke. Ja, da braten aber schon die Brote. Yeah. Ja, dann nimm die kurzzeitig raus und back da wichtige Sachen drin. Könntest du nicht oben einfach ein Ding hinstellen? Und Trichter? Oh, dann habe ich mich jetzt endlich auch dazu durchgerungen, hoppala, hier die... Könnte man machen. Sigil of the Green Grove zu craften. Greater Reward Bag. Eine Potion Flask mit Fire Resistance. Na, den Ritual Divine hat ja schon. Die Bloodstone Bricks, glaube ich, auch schon. Von daher ja! ist das jetzt alles. Ja! Nee, ich meine, ich habe gerade meine Epic Bag gefunden. Okay. 16 Stück von jeder größeren Ethereal Essence. Ui, das ist schön. Und die haben mir exakt. Ich hatte zwar exakt so viel, dass ich jetzt jeden Platz in meinem Inventar vollgelegt habe. Was bin ich froh, dass das nicht eine mehr war oder so?
Vielleicht weiß ja eine mehr und sie ist jetzt einfach ins Nichts verschwunden. Nee, die fallen dir aus dem Inventar dann. Achso. Hm. Übrigens, ja, die DUI ist recht klein. Ich krieg sie nicht größer. Muss ich mir noch irgendwas zu suchen. Aber dafür sollten jetzt die weißen Streifen weg sein. Weiße Streifen? Nein. Schwarze Streifen. So. Und die Legendary Bag gibt mir ein Buch mit Unbreaking 3 und ein Buch mit Efficiency 3. Ehrlich. Am Rande, was für eine Potion Flask habt ihr eigentlich genommen? Bei Useful Sigils? Oder habt ihr das noch gar nicht? Ich hab noch gar nichts genommen. Ich hab, glaube ich, immer die rechte genommen. Das war? Ich auch, ja. Fire Resistance habe ich einmal und Regeneration habe ich einmal. Ich habe alle drei eingesetzt, deswegen. Ich denke, das ist Fire Resistance, okay. Haben wir Apple? Ich glaube nicht. Apple? Ui, schon nee. Fast 150 Hertz. Wir kommen gut voran. Ach, super. Ich will Apple. Ja, Herzen machen. Ihr habt ja schon 10 anscheinend. Ui, nochmal 3 Stacks Nether Redstone Ore. Wir haben wieder genug Redstone. Ja. Ich glaube, den packen wir erstmal ins ME-System. So viel Redstone brauchen wir noch im Leben noch nicht. Die Flasks kommen weiterhin in das Filling Cabinet. So, Filing Cabinet. Ja, achso, das war nur ein L. Naja, egal. Hm? Filling Cabinet. Ja. Bound Blade. Caution. May cause a bad day. Hast jetzt auch, das hab ich auch. Die einfach viel stärker ist als mein momentanes Schwert. Krass. Ja, aber kannst du nicht verwenden, weil sie dich auffrisst. Oh, nice. Momentan noch. Dann leg ich sie hier rein. Du kannst sie verwenden, wenn du kurz zu mir rüberkommst. Ich hab sie hier reingelegt. Mir egal. Was pinkt da? Hat jemand Servernachricht. Ach so. Ich für mich? Nicht für dich. Severin hat bloß Servernachricht. Ach so. Weil Severin zu faul ist, in deinen eigenen Channel zu schreiben, sondern eigentlich immer in den kompletten Server schreiben muss. Keine böse Nachrede, Severin, könnte sich das Video ja ansehen. Ja, es ist keine böse Nachrede, es ist einfach nur die negative Ausdrucksweise der Wahrheit. So. Ansonsten Agenda. Hier den zweiten Reaktor zum Laufen kriegen. Der erste läuft, der zweite ja noch nicht, weil es ja der Röte ist und der muss auch bald werden, blablabla. Und nächster Punkt, den ich noch machen werde, ist da hinten so ein automatisches Lebenssammelsystem am Dropper. Und noch eine Greater Reward Bag mit Cinder Pearls und Shimmer Leaf. Das ist gar nicht so unpraktisch für mich. Gut. Aber ich habe eigentlich genug davon, also. Wollte gerade sagen. Shimmer Leaf ist eventuell praktisch. Ja. Aber auch nicht unbedingt. Wie war's mit den Nether-Erzen? Die haben alle, oder wie? Kann ich nachschauen, Moment. Nether-Erze. Das war bei For the Hoarding, ne? Cursed ja. Earth Blackout Curtains. Division Sigil. Braucht das wer? Wir haben genug von allem eigentlich. Gut, kommt ins AI. Also, wir haben Nether-Redstone-Ore auf 100% submitted. Gut, das ist jetzt keine so große Forschung. Ich überlege gerade, die ganzen Nether-Erze, wo liegen die rum? Beim Bohrer. Achso, dann verwende ich die einfach gleich, dann mache ich das nochmal gleich. Hm? Ja, da muss ich jetzt ja nicht laut vorlesen. Was glaube ich eigentlich nicht? Ich habe doch so ein schönes Wireless Access Terminal. Oh Gott. Was denn? Ja, bitte. Aura Node 16 Stück, Thermion Boss Wand. Her damit, her damit, super für mich. Ja, dann komm her, das ist so viel. Wie viele Thermion Bust Ones haben wir jetzt eigentlich? 5, 6, 7? 3. 3, okay. Ich schmeiß mal den Rest dahinter. Der Rest kommt in die, musst du nachschauen, in der linken Kiste, da ist was drin und ansonsten in die rechte, weil das kannst du erstmal stapeln, bitte. Exakt 64 Cyanide, was für ein Zufall. Ja, es ist Zufall. Ja, ich habe solche Kristalle bekommen. Und sowas da, Lamp of Growth. Ja, die waren da drüben aber schon drin. Egal, pack einfach alles hier rein. Okay. Und das finde ich nämlich super, dass ich das alles habe. Ich, ne? Weil mit den ganzen, ja. Mit den ganzen Wands kann ich noch eine ganze Weile ohne Infusing arbeiten. Was? Ja, dann kann ich mit dem Infusing anfangen, wenn ich mit Infusing anfangen will. Und nicht vorher, weil ich gezwungen werde.
So, was ist jetzt mit dem Schwert? Die Bound Blade, wenn du sie verwenden willst, Tut weh. Tut momentan noch weh bei dir. Du kannst später mal zu mir kommen, hinten. Ja, sag Bescheid, dann komme ich vorbei. Ja. Dass man das alles hier so umbauen, dass ich hier auch wieder rauskomme. Warum hat das eigentlich das Icon von einer Sacrificial Orb, wenn man es in der Hand hält? Weil es dunkel ist. Okay. What the fuck? Da Instant Health 4. Instant Health 4, wo drauf? Auf einer Potion. Oh, das ist, ja, haben wir schon. Einfach in den. Jo. In den Kasten. Jo, dann folgt mir mal auffällig zum Blutmagie-Teil. Gleich. Erstmal muss ich hier. Ach, ich meine, mal vorbeigehen. Du wolltest die Klinge doch gar nicht verwenden, oder? Ich mag mein momentanes Schwert lieber. Okay. Später vielleicht nochmal. Okay, was muss ich tun? Du musst die da nehmen und rechtsklicken. Das tut ein klein wenig weh, genau. Jetzt ist sie aber an dich drangebunden. Das heißt, du hast dein eigenes Blutnetzwerk. Wenn du sie mir jetzt zurückgibst, kann ich die in den Altar reinschmeißen, dann wird dein Blutnetzwerk aufgeladen. Und wo sehe ich das dann, wie viel Blut ich habe? Dafür brauchst du das Divination Sigil, was da unten ist. Das Gelbe. So, hoppla. Und das dann mal kann ich in die Hand nehmen und rechtsklick auf die Luft oder irgendeinen Block machen. Oh. Dann siehst du, wie viel Blut du momentan hast. Ich glaube, für jeden Angriff braucht das irgendwie 50. Ich habe gerade 12 Millionen. Ja. Kann das? Nicht schlecht. Eigentlich wundert mich das, aber gut, kann sein, dass der Altar das hier mit powert. Eigentlich müsste das nur bis 10.000 gehen. Naja, ich habe immer noch 12 Millionen. Okay. Und das verändert sich aber auch nicht, wenn ich es reinlege. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Mach du das mal als erstes mit dem Schwert, ne? Nö, das Schwert brauchst du einfach nur noch Shift-Rechtsklicken und dann ist das aktiv. Und dann zieht das Energie aus dem Netzwerk. Also ist praktisch. Okay. Ich probier's mal aus. Ätherische Energie. Übrigens brauchst du das Ding nicht in der Hand zu halten, ne? Und das Divination Sigil hätte ich gern wieder. Ja, ich will bloß gucken, ob sich da dann was verändert. Ich baue mich hier nur kurz mal ein. Ja. Ich will nicht, dass hier irgendwelche Items verloren gehen. Achso. Also rechtsklick mit der Bound Blade. Rechtsklick mit der Bound Blade, dann wird noch hier das Schwert raus. Mag mich. Ich? Was? Wie? Nee. Shift rechts? Shift rechts, okay. Activated. Warte, guck, ich denke mal so hin, dass ich nicht wegfliegen kann. Soll ich dich wirklich mit dem Schwert hauen? Das hat 12 Attack Damage. Ich habe. Moment, das sind 20. 26 Leben. Okay. Jo. Hat Schaden gemacht. Das hat aber kein Ding abgezogen, keine LP. Okay. Warte, ich hau mal ein bisschen auf Mobs rum. Jo, mach doch mal. Hast du also doch die ganzen Nether-Erze selber eingegeben? Was wäre ich? Nee. Nö, weil die plötzlich alle submitted waren, obwohl ich eigentlich daran war, das zu tun. Oder war das einer von euch? Nee, ich hab nichts gemacht. Ich weiß nicht. Ich hab an Nether-Erze nichts zu schaffen. Komisch, dann haben die sich selbst submitted. Mir egal. Ja. Weil mir, also Nether-Gold, aber Gott, wie viel brauchen wir noch von den beiden Sachen? Das Wasser und so weiter, das passt alles, okay. Wir brauchen noch 10 Nether Golderz und noch ein bisschen über einen halben Stack Nether Kupfer. Arbeitet der ohne Energie? Nee, braucht Energie. Okay. Also, ich habe jetzt ein paar Mobs geschlagen, es hat sich immer noch nichts verändert. Komisch. Sehr komisch. Dann ist das vielleicht ein bisschen verbuggt und du hast ein super OP-Schwert, was einfach kostenlos ist. Wirklich, naja, ja. Und dann plötzlich wieder nicht verbuggt ist und mich killt. Ich meine, das Seelennetzwerk hast du ja noch.
Das killt dich ja nicht sofort, das macht einfach nur, weiß nicht, 6 Herz Schaden. Okay. So. Ist da jetzt was in dem Reaktor drin? Ja. Fast 2% gefüllt. Okay, ich lasse es mal trotzdem hier drin und deaktiviere es. Okay. Ist mir so unsicher. Okay. Schwerter, die mich selbst angreifen, sind irgendwie uncool. Verstehe ich gar nicht. So, und ein Schalter. Da müsste jetzt der Brütreaktor praktisch von selbst laufen. Der Blutreaktor? Brüterreaktor. Ach so, der Brüter. Ich sehe gerade eigentlich jetzt besser andersrum gelegt. Huch, Enderman. Wie viel Wireless Booster kann man nochmal in den Wireless Ding reinholen? 16. 16, okay. Wie ich einfach gerade wieder nur einen Enderman gekillt habe und daraus jetzt 4 Enderpearls gekriegt habe. Ich liebe mein Schwert. Das ist gut. Also die können wir auch verwenden, weil wir nämlich 1000 Endstone brauchen. Enderperlen haben wir momentan 15 hier drin. Und einen Block auf Solid Ender, also 2 Blöcke auf Solid Ender haben wir noch rumliegen. Dann haben wir hier in der Kiste nochmal 10 16er Stacks. Also 2,5 Stacks. Für den Fall, dass du das nicht rechnen konntest, was ich bezweifle. Okay, weil das ist jetzt auch geboostet. Ach ne, da waren schon 16 dran. Wer hat denn die gemacht? Ich. Deswegen sag ich doch, da müssen 16 rein. Futter. Darf ich mir in das Smeltery hier wieder klar? Hallo, nein. Hier hinten, hinten rausholen. Aus den Barrels. Ah. Cool, danke. Das Brot hier drin ist wichtig. Ja, das wusste ich schon, deswegen habe ich ja gezögert. So, ich lasse den Rest. Die Kartoffeln sind da hinten in der Dings drin. Das heißt, wir haben jetzt die Nerds-Quest. Im Barrel. Immer noch. Hä? Ich rede mit Frank. Achso. Bitte? Was? Ja, du schaust die ganze Zeit da oben rein, als würdest du wissen wollen, wo die Kartoffeln sind. Die Kartoffeln habe ich. Ich suche Glas und so. Also Glas ist noch. Wahrscheinlich AI. Von Gold. Okay. Glas war mal. Doch, Clear Glass ist hier in der Kiste. Ach ja, Frank, ja, wenn du Samen hast, dann bitte in die AI. Hab ich schon. Okay. Beziehungsweise ich habe schon in den Squeezer rein. Ja, das wird automatisch vom AI dann rausgeportet. Oh, schade. Na gut. So schade. Das ist doch nur der Sinn daran. Wo ist denn der Squeezer momentan? Bei AI-Station. Oh,